Da haben wir alles auf sehr schwer. Jawohl. Ich kann die Dunkelelfen nicht skippen. Ich muss einfach drüber laufen über die. Okay, also, wir haben wieder an dieser Stelle. Damit fangen wir an. Dann greifen wir sie an. Das führen wir einmal, damit wir weniger Verluste haben. Das wird schon. Also ich beiß mich da durch. Ich muss mich da durchbeißen. Das muss klappen. Valkia the Bloody! The Valkia! Hoppala. Cast Marauders! For Valkia! So. Skullcrushers! Okay, also. Einmal. Of death is not the end. Prove your martial prowess to Khorne. The Horde surges. To the fight. Was machen wir easy? Shield Maiden. Das machen wir easy. Und wir legen uns einfach von Anfang an mit Hellbronn an. Einfach, weil wir es können. Valkia the Bloody! With haste! Ich mach die so ein bisschen nervös. Ich fliege hier so ein bisschen im Kreis. Dann sind die so ein bisschen gestresst schon mal. Und sehen da so eine kleine fliegende Fledermaus und so, ne? Hauptsache Hellebronn levelt wieder nicht so derbe ab. Naja, wir müssen halt gleich viel derbe ableveln. Dann geht das schon. Rein und raus, rein und raus. Wir kennen's. So, von hinten angegriffen, hat wehgetan. Und die werden jetzt noch mal von da oben gerammt. Lol. Die wurden jetzt auch noch mal von oben gerammt. Dann wieder raus. Und Hunde wieder rein. So. Hunde raus. Und Hunde wieder rein. So, da hinten ist alles gebrochen. Und Hunde raus. Ah, Hunde sind draußen. Und diese Hunde wieder raus.
Und Hunde wieder rein. So, das dürft ihr wieder jagen gehen. So. Und Hunde wieder raus. Ich befürchte, dein Vasall vorhin war kein Vasall mehr. Nach der Aussage von Lucky hat sich der Sivri abgespalten und dann ein Schutzbündnis angeboten. Bis er sich ab dann nicht mehr ist dir unterstellt. Ich vermute, daran lag vorhin das Problem. Nee, der war ja davor schon ein Problem. Nicht erst, als er sich abgespalten hat. Ich habe ja die Anfrage schon davor gestellt. Für das Dorf, nicht danach. Das war ja davor schon das Problem. Okay, aber wir haben jetzt den ersten Fight hier einmal gewonnen. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Geil. Lass uns mal für Gunst und Seelen gehen dieses Mal. Und dann können wir nichts extra einnehmen, aber ich kann den Dude einmal eine Kriegsscharverbesserung geben. Und dann gehen wir direkt hier weiter. Und übernehmen das. So. Und dann habe ich wieder Zug 1 das erledigt. So, dann gehen wir auf herrschende Präsenz und auf Auragröße. Und dann müssen meine Leute eh erstmal wieder auf ihr Leben klarkommen, weil low. Und dann gehe ich diesmal direkt runter. Ashrak hat nur 3 Gebiete, glaube ich. Vielleicht nehme ich Ashrak einfach ein. Vielleicht überrenne ich die einfach zum Leveln und gehe noch gar nicht zu der anderen großen dunklen Feste, sondern konzentriere mich erstmal nur auf die eine, die ich jetzt gerade habe. Für den Start. Und habe hier heimgesuchter Turm. Das macht mehr Garnison, mehr Vorräte, bessere Turmgeschosse. Wo habe ich denn bessere Mauern? Vasallenbotschaft? Nein, nein, nein. Gibt's hier keine besseren Mauern? Das kann ich mir nicht leisten, Moomaster. Das ging geldtechnisch einfach nicht. So. Fury and rage is served. Ja, wir gehen auf die Sachen auf jeden Fall, damit sich das definitiv besser, ein bisschen besser hält. Dann wird das schon. Bessere Garnison wäre huge. Ja, denke auch. Ich denke auch. Und ich wandere einfach runter. Ich glaube, das ist viel smarter. Und diese ganzen. Diese ganzen kleinen Städte, die bringen mir halt eh nichts. Also zum Beispiel Ashrak und so weiter. Ich glaube, ich würde auf meinem Weg einfach alles niederreißen. Und wenn meine Vasallen das dann wieder aufbauen wollen, dann sollen sie es tun. Aber ich krieg halt mehr Geld und mehr raus, wenn ich die Sachen einfach ausraube und niederreiße. Und ich glaube, darauf würde ich es jetzt einfach drauf anlegen. So, und dann gehen wir hier direkt auf nicht-defensive Vorräte, Verlustverstärkungsrate. Das wollen wir direkt haben. Und schauen mal, ob wir das so halten können erstmal. Hallöchen, Olpa.
Ja, Hauptgebäude gibt Mauern. Ja, hab ich verpeilt. Das machen wir. There will always be blood. A bloodbath comes. Ja, ich glaube, das ist der Path, den wir haben wollen. For Khorne! So, und jetzt gehen wir quasi noch mal rein. Und jetzt können wir es einmal besetzen. Und gehen auf Eisenherzen. Ja, ich glaube, das ist der bessere Path, hier runter zu marschieren. Und die einfach zu überrennen, komplett. Weil die hat ja noch keine Armee. Und ich glaube, ich muss da einfach einmal durchrasieren. Ja, Helden geht noch nicht. Kann ich noch nicht rekrutieren. Helden rekrutiere ich, sobald ich kann. Geht einfach noch nicht. Kann ich mir nicht leisten. Also ich habe das Gebäude auch noch nicht dafür. Held geht noch nicht. Bringer of Glory. So. Okay. Und dann könnten wir hier als zweite Gabe könnten wir Charaktererfahrung pro Runde ballern. Ah, dafür haben wir noch nicht genug ausgegeben. Dann würde ich erstmal auf Gold gehen. Und dann gehe ich als nächstes auf das baut sich automatisch wieder auf. Und dann gehe ich als nächstes auf XP, damit wir schneller leveln. So. Geil. Und jetzt haben wir Opferaltare freigeschalten. Das heißt, wir können hier einmal auf Einheitenerfahrung für Chaosbarbaren gehen. Das finde ich gut. Dann holen wir uns hier wieder einen neuen Barbar. Da ist auch noch nicht wirklich was drin. Aber wir können den jetzt schon auch einmal alles zu Chaosbarbaren machen, auf jeden Fall. Und dann wandere ich mal weiter runter und gehe mal auf Hinterhalt. Nee, wobei, wir gehen nicht auf Hinterhalt, müssen wir gar nicht. Wir stellen uns hier einmal richtig schön provokant dahin. Weil dann greife ich entweder die Froststraße oder Grond nächste Runde an. Und beides kann er nicht verteidigen. Und den schiebe ich hier als Held mit rein. Dann haben wir noch ein bisschen mehr explosiven Angriff da. Noch ein bisschen mehr Schaden. So. Zweiten Helden haben wir noch nicht. Ja. Reforged for murder. Vielleicht gehen wir doch raus und vielleicht gehen wir doch sicherheitshalber mit ihm nach oben und gucken rechts oben vielleicht lieber, dass mir nicht wieder von hinten was reinläuft. Das war nämlich auch echt scheiße, als das passiert ist. Ist vielleicht auch gar nicht so blöd. So, Gebäude verfügbar, aber das interessiert uns gerade noch nicht. Ja, Malekith wäre auch ein gutes Target. Hellebronn kriege ich nicht rechtzeitig down. Die ist zu früh, zu stark. Die hat jetzt schon zwei Armeen. Erst den kleinen wegmachen, dann auf einen der großen drehen. Aber dass einer der kleinen Dunkelelfen hier weg ist, weil die sind wie so kleine Aasgeier und greifen dich dann an, wenn du so noch halb Dinge hast, aber auch nicht mehr so ganz. Only the bloodthirsty. Skulls for the skull throne. Spill blood for Khorne. Kann mir das jemand erklären, warum sie den letzten Schritt jetzt nicht geht? Nur so generell. Behold, weil es ist ja, also the glory of war. Spill blood for Khorne. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich tilte,
Aber ich tilte. Das ist so ätzend, wirklich. Das, man sieht das einfach nicht vorab. Man sieht es einfach nicht vorab. Ich tilt gar nicht. Ich bin nur... Ich bin nur genervt. We have time in abundance. Definitely not. Sword Maiden of the Blood God. Weakness is not an option. Ja, aber ich dachte, dass ich rankomme. Also für mich sah das aus, als würde ich an die Stadt rankommen. Und deswegen war ich verwirrt. Nee. Mit Marschieren kannst du die Stadt nicht angreifen. Du kannst im Marsch eine Stadt nicht angreifen. Das heißt für uns, wir müssen den schwierigeren Weg gehen. Bringer of Glory. Violence and death. Aber das ist auch okay. You wouldn't dare. There will always be blood. Karnith's awakened. Das ist auch okay. So, Stufe 6. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und dann wollen wir Nahkampfangriff plus 4 für alle nicht-dämonischen Infanterieeinheiten. Nee, wir gehen auf Infanterie. Waffenstärke für alle nicht-dämonischen Bestien. Monströsen Einheiten und Monster. Warum für die nicht-dämonischen? Ich habe doch lauter Dämonen. Warum sind die Bonusse dann alle für nicht-dämonische? Ach, hier ist dämonisch. Geschwindigkeit für alle dämonischen fliegenden Einheiten. Ach, die Barbaren sind nicht dämonisch. Die sind nicht dämonisch. I see. Obwohl die so rot sind, sind die nicht dämonisch. Ja, geil. My proficiency is unsurpassed. Geil, ich war so verwirrt. Wir sind Runde 5 gerade. Wir sind Runde 5. So, du gehst oben einmal gucken, ob alles okay ist. Mistress of Skulls. Und ich gucke mal, ob wir hier in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen einnehmen. I demand absolute fealty. So. Weltklasse. Noch ein paar Sachen hier. Karnith's awakened. Gegönnt gerade. Ah, da ist Malekith. Ich glaube, Malekith können wir wahrscheinlich auch schneller schlucken als Hellebronn, ne? Also... Ich glaube, Malekith würde wahrscheinlich sogar früher gehen. Dankeschön, Insane Psych, für die 78 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Ich dachte tatsächlich, dass wenn die zu Korn gehören, die dämonisch werden. So, und die Überlegung ist, ich habe doch nicht die monströsen Einheiten nicht... Ist für nicht-dämonische Bestien, monströse Einheiten und Monster. Und ich habe ja... Ich habe ja Bestien. Also es ist ja... Wenn ich mich nicht irre gerade. Es ist für monströse Einheiten, Monster und... Also nur für nicht-dämonische Bestien. Das heißt, für die zählt das gar nicht, ne? Ja, dann ist es ein Blödsinn gewesen. Hunde gehen. Dann verstehe ich es nicht. Hunde gehen, Bluthunde nicht. There will always be blood. Okay. Naja, ist nicht ganz Katastrophe. So. Der erklärt mir noch nicht den Krieg, ne? Der wird mir jeden Moment den Krieg erklären.
So. Ja, der macht da oben ganz komische Dinge und läuft hin und her. The goddess forbids it. So. Karnith's awakened. Unrelenting murder. Okay. Dup, 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 dup. Das ist eine größere Stadt, ne? Ja, wir rauben sie trotzdem erst aus. Und nehmen sie dann ein. Weil es eh nur, also das ist ja auch für uns völlig irrelevant. Das ist keine dunkle Feste. Wir können da eh nichts Sinnvolles bauen. Okay, dann gehe ich hier oben auf höllischer Champion. Geil. Und dann haben wir nur noch die große Arena. Dann sind die weg komplett. So. Dann haben wir jetzt 10.000 Kohle. Das heißt, mit 10.000 Gold fange ich jetzt an, eine zweite Armee zu bauen, oder? Also. Ich gucke jetzt einmal sicherheitshalber, dass mir hier nichts entgegenkommt. Da ist nix. Städte sind nicht so strong hier. Ich finanziere mir meine Städte ja mit Armeen. Oder Hauptstadt ausbauen. Oder beides. There is hostile influence here. Ich könnte halt eigentlich dem Dude mal auf Diplomatie gehen und mal mit dem da quatschen. Ich könnte ja ein Handelsabkommen mit dem anbieten. Und ich könnte ihm auch... Ach, ich kann ihm auch nur Ashrak geben. Ashrak wäre das hier. Das könnte ich ihm geben. Aber dafür kriege ich kein Geld. Der ist nur auf 1,7 damit. Das ist nicht... Warum sollte ich ihm das dann schenken? Nee. Soll er sich selber Städte holen? Der ist sowieso nutzlos. Kriegst nachher Geld durch Steuern. Ja, dann kriegt er das später. Ja, aber wenn ich bei plus 1,7 Waage drücke, dann kriege ich dafür was? 20 Gold? Das bringt mir ja gar nichts. Also wenn ich hier einmal auf Siedlungstauschen gehe und ich gebe dem Ashrak und dann drücke ich meine Waage da an, kriege ich 200 Gold. Und dafür bin ich dann, habe ich dann kein angrenzendes Gebiet mehr, sondern Flacken. Weißt du, das ist nichts, du kannst damit eh nichts anfangen. Naja, aber ich kann schneller heilen. Ja, dann gebe ich ihm die. Wenn ihr sagt, der soll die haben, dann gebe ich ihm die. Wenn ihr meint, dass das worth it ist, dann, dass ich dem da irgendwelche Sachen gebe, dann... Dann machen wir das. Auf euer Risiko. Wenn das nicht gut geht, dann habt ihr es verkackt. Ne? Das will ich einmal festhalten. Das war dann eure Schuld. Ist die Verheilung in Vasallengebiet nicht gleich? Keine Ahnung, kann gut sein.
Ich will nur stänkern. Ich versuche hier nur zu stänkern. Und jetzt brauche ich eine zweite Armee. You will die weeping, like the sniveling coward. So, die bietet mir jetzt irgendwas an, damit ich sie nicht töte. 3000 Gold. Deine Stadt bringt mir mehr. Danke dir, Barry, für den Tipp. Da gucke ich gleich nochmal nach. So. Weil die kommt mir da oben jetzt schon nah. So, das finde ich nicht gut. Und jetzt machen wir die platt. Ich könnte die jetzt theoretisch gesehen auch unterwerfen. Dann habe ich noch einen nervigen Vasall. Aber andererseits haben die Ranged Units und sie lenkt die KI von mir ab. You are my people now. Master of cruelty. Probieren wir es einfach mal. Probieren wir es einfach mal. Und dann können wir ja mal. Denen Siedlung tauschen. Und können denen ja mal die Froststraße geben. Vielleicht mögen sie mich dann auch stückchenweise mehr. Und dann kriege ich auch Steuern, habt ihr gesagt, ne? Und ich kann ja damit auch nichts anfangen. Cool. Und dann habe ich immer noch keine Einheiten hier, die ich haben möchte. Dankeschön, André, für 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So. Und dann möchte ich eine zweite Armee anfangen. Ich will eine zweite Armee haben, weil einfach nur, um das jetzt zu Ende zu denken. Ich möchte jetzt oder Hellebronn hat mir noch nicht den Krieg erklärt. Will ich mich Richtung Malekith drehen und Malekith schnell fressen oder will ich mich Richtung Hellebronn drehen und Hellebronn fressen? For the gods of chaos. Ja, eine zweite Armee kann ich mir nur leisten, solange ich weiterhin aktiv Krieg führe. Aber ich führe ja aktiv Krieg. Hellebronn snowballt sonst bestimmt wieder. Hellebronn snowballt, glaube ich, auch jetzt schon. Wenn ich mir das so anschaue. Ich frage mich halt, also taktisch gesehen wäre es klüger, wenn ich Hellebronn so früh wie möglich ausschalte. Ich weiß noch nicht, ob ich das überhaupt kann. Vielleicht ist es smarter, wenn ich mir zuerst Malekith hole, weil es schneller geht. Lasst uns mal probieren, Malekith zu holen. Vielleicht ist das das, was uns vorantreibt, voranbringt. So, ich hole mir da. Naja, die Hunde sind trash. Ich hole mir einmal Aura des Chaos hier noch an der Stelle. Und dann sage ich dem Dude einfach jetzt schon, bitte verteidige diese Stadt, weil hier kommt eine blöde Kuh. Und dann gebe ich der Alten auch einfach auch nochmal Grond. Weil Grond bringt mir ja auch gar nichts. Dann mag die mich mehr, aber vor allem hat die dann jetzt hier so ihr eigenes kleines Gebiet
um das ich mich nicht kümmern muss. Grond, nicht Gronk. Und dann hat die da ihre eigene Geschichte, hat ihr eigenes Problem und kann, hab halt vielleicht legt sich Hellbronn dann erst mit der an, bevor sie sich mit mir anlegt. So als Idee. So, dann gehen wir einmal hier nach oben. Ich dachte schon, will ich von Gronk aus. Nee, ich würd Gronk keiner Dunkelelfen-Imperiatorin ausliefern. Das wäre ziemlich grausam. Nee, das machen wir nicht. Oh, die geht runter. Geil. Geil, geil. Also, ein Sklave bei Dunkelelfen sein wünsche ich echt niemandem. Also wirklich niemandem. Wir verkaufen Gronk für 1100 Dukaten, damit wir nicht durchfüttern müssen. Leute, ihr seid grausam. Ihr seid richtig grausam. Okay. So. Ich habe ich muss 8 Schlachten gewinnen. Das kriegen wir eventuell hin. Bringer of Glory. Und da haben wir nochmal Barbaren, das Korn. Geil. Wir heilen auch noch schön. Und wandern jetzt Richtung Nagorond. Geil. So, dann gucken wir mal. Das braucht noch 2 Runden, bis ich da oben irgendwas machen kann. Und der Dude guckt da für mich. Da ist nix. Ich will den halt auch nicht abziehen da oben, weil ich unbedingt sehen möchte, bevor da irgendwas wieder in mein Haus reinrennt. Aber ich möchte nachher auf jeden Fall noch einen coolen Helden mir holen. Das wird dringend notwendig werden. Ja, da sind sonst keine Einheiten, die ich haben möchte. Wobei ich mich halt frage, woher kommen denn die Einheiten? Das sind die da oben, ne? Schädelbrecher des Korn. Die bauen sich aus Chaos-Barbarenreitern. Da komme ich so hoch. Das heißt, ich kann mir eigentlich schon die Pferde holen. Dann kann ich mir das Pferd hier zu dem hier machen und das leveln. Und darüber komme ich dann tatsächlich doch irgendwann hoch. Irgendwann. In 100 Jahren. Normalerweise schon Lucky, ja, mehr oder weniger. So viel hattest du noch nie, läuft da richtig? Ja, ich bin diesmal den richtigen Weg gegangen. Also, das war tatsächlich diesmal die richtige Reihenfolge. Mir erst die ganzen kleinen Einheiten da, die ganzen kleinen Einheiten zu schlucken. Aber ich will es noch nicht verschreien. Ich habe das Gefühl, sobald ich mal 3 Runden am Stück keinen Krieg geführt habe, dann werde ich halt schon wieder outsnowballed, so. Die Kornreiter haben auch schon auf der Barbarenstufe einen Bonus gegen Infanterie. Sehr nett, um Dunkelelfen-Ambruchschützen zu überreiten. Ja, wobei das ja Bogenschützendinger sind. Zeremonielles Blutbad, das ist das, was wir jetzt wollen. So, ui. Ja, der ist halt schon ein bisschen größer, der Dude, ne? Also in den kann ich auch nicht mehr einfach nur 1:1 reinlaufen. Aber ich kann hier hochlaufen und kann mir da oben seine 2. kleinere Armee holen. Das kann ich machen. So richtig schön asozial an ihm vorbei sneaken. Und dann kann ich mir mal angucken, was da hinten so drin ist. Das war ein Fehlschlag. Exzellent. Ja, da ist auch noch nichts Gefährliches. Okay. Gut. Und dann könnten wir uns überlegen, eventuell hier auf... Die haben wir schon im Gebrauch, die Gabe. Und die haben wir auch schon im Gebrauch. Da wollen wir erstmal gar nicht switchen. Ja gut. Wenn du jemanden zwischen 2 Reitern sandwicht, können die im Nahkampf zumindest Fernkampf trotzdem übel zusetzen.
Das glaube ich, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Boah, ich hoffe, wir überschätzen uns mit Malekith nicht. Ich habe da ein bisschen Bammel vor, not gonna lie. Da kommt eine zweite Armee. Und die Kriegshunde sind richtig süß. Fangs and Talons. Even here, Khorne's Fury is red hot. Da könnte ich mehr zum Troll rekrutieren. Wield the Wild. Only the bloodthirsty. So. Ready to ravage. Ich glaube, ich komme. Nee, ich komme da so auch noch nicht ran. Das heißt, warum funktioniert denn das jetzt mit dem Hinterhalt nicht? Weil ich jetzt einmal umgestellt habe, kann ich jetzt nicht mehr zurück in den Hinterhalt oder wie? Ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Ja, dann bleibe ich trotzdem einfach genauso stehen. Ich weiß nicht, warum mein Hinterhalt jetzt quasi nicht mehr geht. Ich verstehe das nicht genau. Oder ich lade einmal neu, damit mein Hinterhalt da ist. Ich wollte halt nur einmal, weil der Feind dich entdeckt hat, das ist egal. Hinterhalt ist eine Funktion, die eigentlich immer, also gleich viel auch kosten sollte. Ich habe nur einmal, bin halt einmal rausgegangen, weil ich sehen wollte, wie weit meine Reichweite ist, wenn ich den rausmache. Und dann konnte ich halt nicht mehr zurück reingehen. Okay, we try again. Ach, das ist jetzt genau wieder an der Stelle. Ach so, nee, das ist der Zug davor. Alles gut, da muss ich nur noch auf Speichern drücken. Genau, und der wollte dann da einmal links reinlaufen. Und läuft dann einmal darunter wahrscheinlich. Ja, aber ich bin nicht so nah an dem Gegner. Sollte eigentlich gehen. Sollte eigentlich gehen. Ah, okay. Ja, gut, auf jeden Fall die Erklärungen, die ihr im Chat gibt, die ergeben Sinn. Das ist zwar ärgerlich, aber gibt Sinn. Darf ich einfach nicht rausdrücken, quasi. Darf ich einfach nicht rausdrücken dabei. Okay, so. Genau, wir wollten einmal, weil ich komme da auch noch nicht ran jetzt. Deswegen bringt mir das nichts. Das heißt, wir gehen nochmal in den Hinterhalt. Dann stellen wir uns hier im Hinterhalt hin. Und gehen nicht mehr aus dem Hinterhalt raus. Und den wollten wir einmal zu dem verbessern. Genau. Und dann können wir hier einmal Garnison ausbauen. Und wir könnten jetzt entweder für den Hexer gehen. Nee, wir gehen, ich würde sagen, wir gehen better safe than sorry. Ich würde sagen, wir gehen auf Defensive und schauen, dass wir das da hinten ordentlich so zuballern, damit da auch einfach nichts reinkommt, damit mir da nichts durchbricht. Keine Ahnung, ob mir das was bringt, aber... Okay, und das ist auch tatsächlich noch keine gruselige... Es sind noch keine gruseligen Armeen da hinten. Das macht mir alles erstmal noch keine Sorgen. Ja, aber als ich das letzte Mal Hexer gespielt habe, hat der Chat mega mit mir geschimpft.
Auf jeden Fall Trixus. Als ich das letzte Mal den Hexer gespielt habe, habe ich richtig viel Ärger bekommen. Ärger bekommen. Hexer passen halt nicht zu Lore von Khorne. Ja. Ja. Es gibt hier die Möglichkeit, ein Gebäude zu bauen. Das hier. Und da bekomme ich dann Hexer des Chaos für Feuer oder Metall. Warum die Hexer sind für die Chaos-Units in der Armee, die nicht Khorne verschrieben sind, weil sie IDR Autorität geben. Bringer of Glory. Ja. Was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Battle brings conquest. Ich hab ihm den Krieg erklärt. Catwoman. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Gifts for the champion. Ich meine, wir fressen uns da gut vorwärts. Ja, ja, wir hätten, dass der Auto-Resolve tötet wirklich absurd viel. Aber ich möchte halt nicht jeden Fight spielen, den wir halt haben. Ich sollte aber vermutlich noch viel mehr spielen, als ich gerade tue. Also, ich glaube, das wäre tatsächlich ganz gut, wenn ich noch mehr spielen würde, als ich gerade mache. So, ich kann da halt immer noch nichts Cooles Neues gerade reinpacken, ne? Nee. Nichts, was mir was bringt. Und der kann da mal ein bisschen gucken. Never stop. Ja. Der wird mir nichts tun können mit seinen zwei Einheiten. Da muss ich mir, glaube ich, erstmal noch keine Sorgen machen. Loyalty to Carneth or die. Die wollen militärischen Zugang. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Skaven vertrauen? Nee, vertrauen nicht, aber wenn die da durchlaufen und andere Einheiten angreifen, mit denen ich auch im Krieg bin, kann mir das ja nur recht sein, tatsächlich. So. Wir bleiben eine Runde hier drin. Zum Heilen. Danach sind wir full life. Und dann können wir parallel das hier noch hochziehen. Meine Stadt baut sich richtig schön hoch. Wobei ich könnte auch... Ich glaube, wenn ich hier rausgehe... Ja, ist gar nicht so viel weniger. Blood so easily stains the snow. Khorne's way. Be quiet or die.
Wir heilen hier weiter und können uns langsam Richtung Nagarond runter bewegen. Hier hinten ist Malekit. Kann er ja sein, wenn er möchte. Und wir wandern weiter. Dankeschön, Yukine, für die 32 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, da unten ist noch eine große Armee. Da unten ist noch eine große Armee. Ich könnte halt Grond dazu aufrufen, mit mir gemeinsam Nagarond anzugreifen. Aber ich habe halt Angst, dass der mir dann die Stadt einnimmt und die dann nicht mehr rausrückt. Vielleicht sollte ich auch einfach einen meiner Vasallen auf die Hauptarmee von Malekith hetzen. Einfach nur, damit der Schaden bekommt. Queen. Hell follows me. Alexby, Nagarond bringt dir doch eh nicht viel, oder? Ist das keine dunkle Feste? Ich muss doch Nagarond auf einem... Nee, Nagarond ist auch keine dunkle Feste. Nee, dann bringt's mir eh nichts. Dann kann ich den tatsächlich... Das heißt, wir können den wirklich sagen... Geh da drauf. Das können wir tun. Das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich gut. Was macht er denn da oben? Ich glaube, der versucht da oben, sich so kleine Städte aufzubauen. Und ich finde es nicht gut. So, Nagarond wird safe jetzt oben sich die Stadt wieder zurückholen, die ich gerade ausgeraubt habe. Hundertprozentig. Weil seine Armee, also Malekith, weil seine Armee steht hinten. Komm. Ach, schade, dass er die nicht weiter bewegt hat. Schade. Der pimmelt da oben weiter im Kreis. Das passt auch. So. Ich will halt nicht... Bringer of Glory. Ich will halt nicht gegen diese Armeen alle zusammen kämpfen. Bloodshed awaits. Ja, die 50% machen es halt jetzt auch nicht aus. Ich will nicht gegen zwei Armeen. Wobei die Frage ist halt. Ja, die kriegen halt Support von den anderen Sachen. Aber andererseits. Andererseits sagt er mir in der Berechnung, dass ich halt schon um einiges stärker bin. Und wenn ich die Armee draußen angreife, dann kämpft der, ich kann ja, also das ist ja eigentlich geil für mich, weil wenn ich die Armee davor angreife, zieht er mir quasi die Garnison, die ihn supportet, aus der Stadt raus. Das heißt, der hat in dem Kampf keine Mauern. Das heißt, ich kann die Armee potenziell schlagen ohne Stadt. Und wenn ich die Armee geschlagen habe, kann ich danach einfach in die Stadt einmarschieren. Also eigentlich spare ich mir sogar was, wenn ich sie rausziehe. Und dadurch, dass das keine Full-Stack-Armeen sind, sondern nur kleine Armeen, mache ich es mir damit, glaube ich, im Großen und Ganzen sogar leichter, als wenn ich das abwarte. Das heißt, ich habe jetzt einmal hier ganz frech neu geladen und mache das jetzt eventuell noch.
Hätte ich vorher machen müssen, bevor ich neu lade. Sorry. Sorry, dass ich da teilweise noch am Neuladen bin. Manchmal denke ich zu spät nach und drück schon was und dann ist es blöd. Ich bin nicht so häufig hier, also das Spiel schon zu 8 gespielt. Kommt man da voran? Zu 8 habe ich es noch nie gespielt. Das Maximale, was ich hatte, war kleine Nebenkampagnen zu 4. Das war geil. Und wir machen jetzt auf der großen Karte, sobald die Chaoszwinge rauskommen, eine 4er-Kampagne im Stream. Du musst halt, wenn du mit so vielen Leuten spielst, kannst du halt schwer alle Schlachten spielen, ne? Das ist halt das Problem. Und das ist dann auf dem Schwierigkeitsgrad, wenn du nicht alle Schlachten spielst, ist auf dem Schwierigkeitsgrad schon echt hart. So, wir probieren's mal. Ach. Der traut mir das nicht zu. Na gut. Ist zu stark. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Ich stelle mich einmal hier hin. Ich bin gleich wieder da. Ich habe nur meinen Hund die ganze Zeit bellen gehört. Ich frage nur einmal kurz nach, was da hinten los ist. Ich bin aber gleich wieder da. Nachbar hat kurz genervt, ich bin wieder da. Ja, aber das waren nur kleine Sachen, glaube ich, Bettiger. Da waren wir auch nicht zu 8, glaube ich. Ich glaube, da waren wir nicht zu 8. Und das war auf der kleinen Map. Ja, auf der kleinen Map war das zu 8, true. Aber da war ja das so nicht draußen, der Modus. Okay. Hier können wir gerade nichts weiter ausbauen. Der Dude läuft hier einfach nur rum. Ja, greift die weiter an. Damit levelt der schön vor sich hin. Das passt eigentlich ganz gut. Ich hätte halt schon gern noch eine... neue Armee. Not gonna lie. Dankeschön, Linkety, für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das Spiel ist immer rundenbasiert. The Gore Queen. Wollte die nicht eigentlich mit angreifen? Hat sie das irgendwie vergessen, dass wir da angreifen wollen? Ich frag ja nur. March or die. Even here, Korn's Fury is red hot. Dann schauen wir mal, ob wir den vielleicht abgefangen bekommen und ob wir den nicht vielleicht sogar schaffen im One-on-One. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde es probieren. Ich würde es drauf anlegen und einfach mal schauen, ob wir es hinkriegen. Wenn nicht, ist scheiße, aber... Du meinst die Dinger hier, ne? Snow will never be a barrier to war. Ich mag die anderen mehr, weil die ein Schild haben gegen die Ranged-Einheiten. Ich mag diese Schilder halt sehr gerne.
Infanterieabwehr ist alles, was am Boden ist, oder? Also so Nahkampfabwehr von Bodensoldaten. Das Problem ist halt, die haben Echsenstreitwagen. Es sind keine Menschen mehr. Die sind schon... This weather rides like a savage animal. Ich will die nicht wechseln. Ich kämpfe gegen Dunkelelfen mit Schilder, mit ganz viel Ranged-Einheiten. Ich glaube, dass das ein fataler Fehler ist, bei meinen Einheiten die Schilder wegzunehmen. Ich glaube nicht, dass das klug ist. Das wäre jetzt Nonplusultra, wenn der in mich reinrennt. Ich helfe nämlich ein. Ich bin doch im Hinterhalt. Wie kann das denn sein, dass die mich angreifen können, wenn ich im Hinterhalt stehe? Ich stand doch im Hinterhalt, oder bin ich lost? Ach, hatte der mich wieder entdeckt? Let's try. Ob wir wegkommen. Zumindest von einer der Einheiten. Er kommt, glaube ich, nicht mit allen Armeen dran. Ich glaube, er kommt nur mit einer dran und ich glaube, mit einer wird er mich nicht angreifen. Nope. Glück gehabt. Vasallen sind so nutzlos. Vasallen sind so nutzlos. Nee, ich kann die nicht abfahren. Die stehen so in Reichweite zueinander. Aber ich kann mein Naggaroth snacken. LOL! Ich krieg Naggaroth nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe keine Zeit, Belagerungsgeräte zu bauen. Ich habe keine Chance. Keine Zeit. Ich muss die Stadt einnehmen, bevor die anderen drei Armeen wieder da sind. Mauern sind nur steilere Berge. Ich hätte davor speichern sollen. Valkia the Bloody! Wolffather's Warriors! Das ist ein Autosave von der letzten Runde, das ist wahr.
Do not fear your own demise, for our master rewards those who fight in loyalty. Hab gehört, die KI ist überfordert, mehrere Fronten zu halten. Pia ist auch überfordert, mehrere Fronten zu halten. Pia möchte es sich auch ein bisschen leichter machen. Pia glaubt nämlich auch nicht, dass sie mehrere Fronten angreifen kann und dabei gut ist. Hallo, ich will, dass ihr die angreift. Dankeschön. Ja. Probieren wir das aus mit dem zweiten Ziel. Wenn ihr meint, dass das funktioniert. Fresh meat. For corn. Glorious slaughter. Brothers in bloodletting. Marauders of corn. We bring ruin! Warriors of Khorne! Shield Maiden! Ich muss Valkyria wieder rausziehen. Die ist noch nicht so stark, wie ich es gerne hätte. Wie lange lebt denn dieses Tor hier noch? Also... Torzustand ist ja schon eher am Arsch. Müssten die da nicht langsam durchkommen? Ich frage ja nur. Skullcrushers. Axfathers, Marauders! Kill them all! Slaves to darkness! Battle hungry! Kann ich meinen Fight nochmal neu starten, wenn ich sehr unzufrieden bin? Ich glaube, Stadtfights kann ich nicht neu starten, ne? Ich muss das nochmal neu fighten. Das macht mich sehr unzufrieden gerade. Incidental! Ich muss dringend neu matchen. Ich habe den Aufstieg komplett verkackt und verliere gerade viel zu viel Armee dafür. Und aus irgendeinem Grund komme ich auch durch dieses Tor nicht durch seit 100 Jahren. Ich glaube, das liegt primär daran, dass hier einfach Stau ist. Ich hätte dann nur die Trolle vorschicken sollen. Sollten die nicht jetzt eigentlich rein können? Ja. Wie hätte ich das denn... Boah, ich hoffe, das geht wirklich, ne? Wenn ich jetzt die Niederlage hier zugebe... Da, doch, geht. Ich möchte das einmal neu probieren. Also, ich würde gerne sagen, ich habe Gefettfänger, aber ich habe einfach Scheiße gebaut. An so einer Engstelle reicht auch eine Einheit, um deinen Klumpen aufzuhalten. Ja, es ist furchtbar. Gewebert, richtig gewebert. Richtig hardcore gewebert.
So. Finding victims. Wie oft war es heute schon die letzte Schlacht, bevor es vorbeigeht, und dann hat Pyramid's Guild doch geschafft? Na, da bin ich mir diesmal nicht so sicher, ob das so gut laufen wird. Um ehrlich zu sein. Boah, die verlieren richtig viel. Die werden auch einfach umfallen. Die Zerfleischer. Valkia, your will! Ah! Black Father's marauders! As commanded! Slaughter personified! Gehen die da jetzt auch hoch oder stehen die da jetzt nur? Ich frag für einen Freund. Dass sich das nicht so anfühlt, als würden die jetzt hochgehen. Hallo. Hallo. Ich möchte bitte, dass ihr hier die Stiegen hochgeht. Also die Leitern. Hallo, geht bitte Leitern hoch. Hallo, geht bitte Leitern hoch. Und dann lauft bitte weiter. Aber erst die Leitern hoch, bitte. Ich will bitte, dass die Trolle hier durchlaufen. Weil die Trolle können durchbrechen. Und dann möchte ich bitte, dass die... Achso, die kommen da noch nicht durch. Dass die Hunde das hier weitermachen. Soll die Trolle... Ja, die Trolle können durchbrechen. Und dann soll die da hinten das angreifen gehen. Und dann sollen die hier einmal runterkommen, bitte. Ja, die Trolle sollen durchbrechen. Bitte. So, ihr kämpft da oben. Das gefällt mir. So, ist das Tor hier jetzt offen? Das wird noch 100 Jahre brauchen. Das wird noch 100 Jahre dauern. So, Trolle bitte durch. So, jetzt dürft ihr hier durchlaufen. So, ist das Tor hier offen? Ja! Finally! Wer hätte das gedacht? For Valkia! Chaos Warriors! It is done! God's greatest warriors! Warum ist das Tor jetzt wieder zu? Yeah.
Ja, wenn die Krieger jetzt durch die Leitern wollen, dann sollen sie durch die Leitern gehen. Dann sollen sie durch die Leitern gehen. Ich hätte halt gern, dass meine Pferde hier da durchkommen. Lauf da bitte einmal durch. Einmal durch. Einmal durch, bitte. Seid ihr drin? Ja. Schön. Der Bonus gefällt mir nicht so. Der Angriffsbonus, den die da jetzt bekommen. Aber das können wir auch nicht verhindern gerade. Okay, und die kämpft da drüben weiter. Na gut. So, Hunde. Hunde da nach hinten. Hunde einmal. Einmal Hunde nach hinten, bitte. Einmal Hunde nach hinten. Einmal bitte Einheiten rein. Oh mein Gott! Ja? Weil ich dich nicht höre und ich führe Krieg. Okay. Nee. Ja. Mahlzeit. So, kannst du jetzt bitte da nach hinten hochgehen? So, wo sind denn meine Hunde? Hunde sind da hinten. Warum sind Hunde da hinten? Hunde einmal da hoch, bitte. Einmal Hunde zum Ausgang, bitte. Und die Reiter einmal hier rein. So. Alter. Also Pathfinding ist teilweise schmerzhaft. Not gonna lie. Pathfinding ist teilweise ein schwieriges Konstrukt. So, Hunde sind da hinten. Hunde, bitte einmal Angriff. Hunde, bitte einmal Angriff. So, ich will, dass ihr einfach euch da oben hinstellt. Geht da mal einfach hin. Leute, die fliehen aus ihrer eigenen Stadt. Das finde ich auch sehr lustig, um ehrlich zu sein. So, meine Hunde fliehen auch. Boah, das hat viele Einheiten gekostet, ey. For the kill. Give me glory. Axe Father's Marauders. Bring in ruin. Blade and flame. Follow the blood. Blood for the blood god. Searching for battle. Not gonna lie, das war ein richtiger Krampf. Das war ein richtiger Krampf. Heilige Scheiße.
corpses, ash and rubble. Ich habe Nagaron gerade niedergerissen. Valkyria the Bloody. Korn's way. Und jetzt laufe ich um mein Leben. Nee, ich kann nicht ausrauben. Ich muss laufen. Normalerweise hätte ich ausgeraubt und danach eingenommen. Aber ich muss laufen, weil da oben ist jemand, der ziemlich angepisst ist, dass ich da vielleicht gerade Nagaron eingerissen habe. Nach Plündern kann man laufen. Ja, aber nach Niederreißen auch. All-powerful sorceress. What is your dark purpose? Und ich brauch sie nicht. Also lauf ich. Wie so ein kleiner Angstscheißer. Nach Plündern kann man nicht laufen, nur noch ausrauben. Das ist das Gleiche. Also nichtsdestotrotz, ne? Ich bin übel zufrieden. Das lief richtig gut. Wenn ich das sonst überlebe, ist all good. Und ich fange jetzt wirklich eine zweite Armee an. So, ich will einen Kommandanten haben. Und zwar möchte ich einen Kommandanten haben... Nee. Ich fange nächste Runde einen Kommandanten an. Und jetzt müssen wir aber nur hoffen, dass der nicht an mich rankommt. Ich glaube, mein Vasall ist gleich RIP. Sie haben sich aufgespalten. Sie haben sich aufgetrennt. Jetzt können wir jagen gehen. Lass die Jagd beginnen. Malekith jagt den Vasallen. Oder mein Vasall jagt Malekith. Kill for corn as I do. Scheiße. Just rewards. Also, Vasallen sind schon echt nutzlos in dem Spiel, oder? Also, wirklich. Läuft mit zwei Armeen in den Reihen und stirbt. Das muss man auch erstmal schaffen. Der hat auch nichts verloren. There will always be blood. Ja. Raise the yards. Ich wandere da jetzt einfach beinhart runter Richtung Hagref und reiß das nieder. Und fange parallel hier eine zweite Armee an. Ich habe 12.000 Gold in der Rückhand. Höllische Dominanz, Eisenhaut, grausiges Antlitz. Wir gehen auf Eisenhaut. Ja, ich habe ihm auch befohlen, anzugreifen. Primär, weil ich gedacht habe, dass er nicht stirbt. Zu meiner eigenen Verteidigung. They will be dominated. Forward unto slaughter. Dankeschön, der Wanderer, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. I will, for your gifts. Okay. Und Dankeschön nochmal, ihr Lieben. Dankeschön. Das wirst du besser mit ihm kommunizieren. Alter, Leute, also...
was besser mit ihm kommunizieren. Der kommt nicht ran, der kommt nicht ran, der kommt nicht ran, der kommt nicht ran. Der kommt nicht ran, der kommt ran, der kommt ran. Aber wir gewinnen das. Wir spielen das aber selber, oder? Wir spielen das selber. Ich speichere einmal und wir spielen das selber und hoffen, dass es besser läuft. Also, wenn wir das gewinnen, bin ich richtig hart dabei. Dann hat der nur noch eine Armee. Weglaufen und dann einzeln jagen? Nee. Nee, 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 nee. Töten. Spielen. Töten. Valkyria the Bloody! Ich bin nicht in Marschstellung. Ich bin in Lagerstellung. Ich kann laufen. Es war tatsächlich Lagerstellung, nicht Marschstellung. Aber wenn ich danach im Marsch erwischt werde, bin ich halt gewiped. Wir versuchen das. Also, worst case, wenn ich so nicht hinbekomme, bin ich ganz frech und lad neu und mach den Auto-Resolve. Über den Auto-Resolve gewinne ich. Das ist mein worst case Szenario, wenn ich richtig reinscheiße. Aber das kriegen wir schon hin. Marauders of Khorne! Army of the Dark Gods! Snuff out the flame of their existence! Sigh through them as if they were mere blades of grass! Spreading ruin! Blood for the Blood God. For the kill. For Khorne. Slaves to darkness. Spreading destruction. Rage and fury. Euer Kommandant wird angegriffen. Nee. Mein Kommandant greift an, wäre, glaube ich, die richtige Formulierung gewesen. Die wird nicht angegriffen, die greift an. Die möchte da rein. Army of the Dark Gods! For chaos! We crave devastation! Blade and flare! Dankeschön, Chatkas, für die 25 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Valkyria the Bloody! Marauders of Khorne! Takers of scouts! At once! Pavalkia! Schade, wenn die gebrochen wären, bevor die Unterstützung dazu kommt, dann hätte ich automatisch gewonnen. Blut für den Blutgott. Scheiße.
Die sehen jetzt wesentlich besser aus als ich. Ist Lord Töten für Moral Debuffs auf der Schwierigkeit nicht so gut? Habe ich probiert. Ist nicht schneller gestorben. Und der, auf der Schwierigkeit macht es leider nicht so viel wie als auf den anderen. Also macht schon was, aber gewinnt der nicht automatisch das Game. Und das sind halt in dem Fall auch einfach zwei Armeen, drei Armeen, gegen die wir kämpfen. Ich glaube, wir werden das im Auto-Resolve machen müssen, tatsächlich. Ich glaube, ich werde das so nicht schaffen. Tötet sie den jetzt auch noch mal schnell? Ja. Ex-Fathers Marauders! Northern Barbarians! Dankeschön, Commissioner Cat. Chaos Warriors of Khorne! Seeking victims! Yes! Move! Faster! Slaughter personified! Alter, das sind noch so viele. Das sind noch so viele. Valkyria the Bloody! Chaos Warriors! Ex-Fathers Marauders! Fresh meat! The bloody! For Valkyria! Heart of Chaos! Fresh meat! Marauders of Khorne! Chaos Warriors! Wolfathers Warriors! The Gore Queen! Skull Crushers of Khorne! Followers of Chaos! Marauders of Khorne! Stand by the balcony! Die wird, glaube ich, fallen. Brothers in Bloodletting! Skull Cutter. For the Sword Maiden, Ex-Fathers Marauders. Sate my bloodlust. Slaughter them. Khorne's greatest warriors. Marauders of Khorne! Ja, not gonna lie, Leute. Das sieht jetzt alles nicht so prickelnd aus. It is done! Und jetzt kommt noch der Dunkelelfenbuff. Den hatten sie ja noch nicht bis eben.
Skull Crusher. Na. With relish. Hordes of chaos. Our blood boils. Marauders of Khorne! Kill them all! Then. Come. Chaos Warriors of Khorne! Blood and death! Glorious slaughter! Axe Fathers Marauders! For the Dark Gods! At once! Valkyria the Bloody! Sie darf halt nicht fallen. Wenn Valkyria fällt, ist halt over. Axe Fathers Marauders! Deliver slaughter! God's greatest warriors! War! Marauders of Khorne! Oh my God! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich werd alt in diesem Spiel. Ich werd einfach richtig alt in diesem Spiel. Und ich habe keine Armee verloren, also nichts komplett verloren. Das ist unfassbar viel wert. Dass mir nichts komplett gerippt ist gerade. Graue Haare hast du ja schon. Oh yeah. Ah ja, der da oben, der wird unschön. Der wird unschön. This game on my side and the rewards will be considerable. Was möchte die von mir? Handelsabkommen und dafür kriege ich auch noch Geld. Ja. Ein Handelsabkommen finde ich gut. Ein Handelsabkommen, damit kann ich mich anfreunden. Okay. Warum die Armee nicht niederrennen, kann ich nicht. Ich wurde angegriffen. Es ist nicht mein Zug. Ich kann nichts tun gerade. Ja, ich musste leider einmal hier tauschen. Ich habe eine schöne Waffe bekommen. Ach so, im Battle noch. Nee, das geht schon. Das machen wir so. The Gore Queen! I relish such power. By my black will. Ill considered. Mistress of skulls. Behold my wrath. Unrelenting murder. I am your master now. Und reforged for murder. Zweimal. Alter, jetzt muss ich das auch noch mal manuell spielen, weil ich sonst wieder Einheiten verliere. Ich meine, es sind zwar nur Hunde und Trolle, die ich verlieren würde, aber warum war das Banner nicht? Weil ich es dauernd vergesse. Es hat keine krassische Taktik dahinter. Ich vergesse es einfach nur die ganze Zeit. Takers of skulls!
Wenn man das mir nicht gesagt hätte, das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich wieder einen Banner zum Verteilen habe. Du hast ein Banner für deine Einheiten. Danke für den Hinweis. Valkyria the Bloody! After we water the earth with our enemies' blood, we will drink whatever's left. Alter. Wenn sie halt auch wieder völlig abgeht, ne? Slaughter personified! Ich habe auch vergessen, meine Waffe auszurüsten, meine neue. Und wenn die nicht automatisch ausgerüstet wurde, dann. RIP. Axe-Fathers Marauders! God's demanded! Marauders attack! Domination or death! Blood for the Blood God! Certain death! Marauders of Khal! We bring ruin! Blood for the Blood God! Chaos Warriors of Khal! Danke schön, Kenjin, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. For Chaos! Fresh meat! Lusting for slaughter! Chaos Warriors! Stonecutters of gore! Valkyria the Bloody! Ah, der Commander ist schon tot. For the dark gods! Gibt. Und jetzt kommen die Hunde noch mal aus dem Wald und jetzt sollten die auch brechen. Ja, das war's. Das war's. Und diesmal auch ohne Einheiten, die gestorben sind. Sehr gut. Einmal Gefecht beenden an der Stelle und damit sind die beiden Armeen rippity, rip, rip. Ist gut. Ist sehr, sehr gut für uns. Blood for the Blood God! Valkyria the Bloody. So. Und dann wollen wir auch einmal heilen. Ne, wir müssen entweder uns mit der Armee auseinandersetzen oder einfach runtergehen und unten alles auslöschen. Aber ich glaube, wenn ich hier anfange, einfach parallel eine andere Armee hochzuziehen, dann kann ich ja komplett drauf scheißen im Endeffekt und muss da gar nicht hochlaufen. Und ich muss da ja auch nur drinnen stehen bleiben. Also ich muss ja aus der Armee gar nicht, also aus der Stadt hier gar nicht rausgehen. Ich spiele hier quasi einfach dicke, fette Garnison. Dann soll der da unten probieren, was er möchte. Und wir wandern runter und greifen unten die anderen Städte noch an. Also einmal Tempel des Kane und einmal Hagriff. Lasst uns canceln gehen. Das kann ich gut. Ah ja, genau. Und ich darf meine Waffe nicht vergessen. Die macht einen großen Change. So. Ja, ich will das eigentlich gar nicht tauschen, weil Verlustverstärkungsrate ist halt ultra strong. Und was habe ich hier drin? Einkommen aus Beute. Was wäre denn... Ah, das kann ich noch gar nicht. Was Einkommen aus Blinks wegen Blutgier?
Hier könnte ich mir Bluthunde stattdessen holen. Ja, ist eigentlich auch alles fein gerade. Ist alles cool. Actually. Ja, der soll da einfach oben stehen. Ich meine, ich könnte ihn einfach eine Runde rausstellen. Und könnte ihn Kampfproben. Dann habe ich einen leichten Verschleiß, aber der Dude ist eh noch mehrere Runden weg. Und sammle ein bisschen XP auf die Armee, ohne dass die was macht. Dann wird die noch ein bisschen stärker. Aber der läuft eh runter. Na, ah, der versucht sich jetzt sich an meinem Vasall zu rächen quasi. Aber das ist gut, dann verliert er selber Armee. Kannst bei deiner Barbaren auch upgraden. Ich glaube, so viel Level haben die noch gar nicht, dass das geht, oder? Oder hatte ich das übersehen? Wäre das schon gegangen? Ich glaube, das wäre noch gar nicht gegangen. Können wir gleich gucken. Ja, mein Vasall muss auf jeden Fall neue Armee aufbauen. Ja, der wird sich jetzt in Nagaroth reinsetzen. Die Ratte, auf jeden Fall. Damit können wir rechnen. Warum ist eigentlich mein oberer Vasall so schwach? Der hatte doch keine Schlacht. Ach, der ist gar nicht... Naja. Ja, dann geh du doch da runter und mach das. The Gore Queen. Kann ich die upgraden? Ja, ich kann die upgraden. Lol. Ja, jetzt werde ich langsam richtig unangenehm. Das ist eine ziemlich geile Armee. Bringer of Glory. I refuse. Mistress of Skulls. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe da drüben hin und heile mich langsamer im gegnerischen Gebiet. Oder ich gehe auf einen Gegenangriff, lauf in mein Gebiet rein, damit ich mich besser hochheile und greife den dann an. Aber ich glaube, jetzt im direkten Angriff schaffe ich den noch nicht. Wobei. For the Blood God. Ich komme nicht ran. Aber ich kann mich schon mal in mein Gebiet stellen, weil da heile ich besser. Be quiet or die. On the warpath. Und dann gucken wir mal, ob er in mich reinrennt. Despoil and ravage. Und der hat jetzt das unten als Ziel. Ja, gucken wir mal. Ich bin unschlüssig. Not gonna lie, ich bin ein bisschen unschlüssig. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er in mich reinrennt. Oh, das ist ihm nicht geheuer. Ja, wenn er mich jetzt nicht angreift, war das ein Fehler. Weil dann habe ich jetzt eine Runde geheilt. Wenn er jetzt seine Einheiten nicht ausgetauscht hat, dann wird das jetzt schön werden für uns. Dann können wir den jetzt direkt wegklatschen. Wird zwar anstrengend, aber wird geil. Da verlieren wir jetzt potenziell selber auch nochmal ordentlich Armee. Aber das macht ja nichts. There will always be blood. Ja. Ja, da gehen wir rein. Knapper Sieg, sagt er. Wir können das sogar auto-resolven. Und ich würde das eventuell sogar auto-resolven. Ah, da habe ich noch meinen rüstungsdurchdringender Waffenschaden plus 8. Das gebe ich diesen speziellen Einheiten hier. Ich würde das sogar... Ich habe das Banner. Ich habe ans Banner gedacht. Ich würde das sogar automatisch machen. Spare none. Chains are all the weak deserve.
reforged for murder. Save your murderous energy. So, und jetzt laufen wir runter Richtung Tempel des Kain. So. Einmal oben leveln. So, ich hab ein Banner bekommen, habt ihr gesagt. Wo sehe ich denn das Banner, das ich bekommen habe? Ah, die Standarte der Mordlust trägt ihren Namen völlig zurecht, denn wer sie trägt, ist begierig darauf, das Feld zu durchqueren und auf den Feind zuzustürmen. Angriffsbonus 25, Angriffsbonus bei 7%. Holy shit. Okay, das ist schon geil. Das ist schon geil. So, wir können hier weiterbauen, Leute. Wir können hier weiterbauen. Destruction for all. Are you a god? Ja, das ist schon. Also, das läuft jetzt schon ziemlich, ziemlich geil gerade. My axe thirsts for war. Despoil and ravage. Always ready for a headbutting contest. Nee, das behalte ich noch, das Zeug. Weil, wenn ich den unterwerfe, den Malekit, dann gebe ich lieber ihm die Städte. Nett für die Kavallerie. Yes. Okay, mir erklärt jetzt jemand den Krieg. Oder... LOL! LOL! Malekit! Der kleine Schisser! Gombrindal kommt. Ist das der Zwerg da auf der Seite? Hm. Der Hexenkönig bettelt. So kennen wir ihn. So kennen wir ihn. Dankeschön, Cooler, für 24 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Karnitz awakened. To more death. Ah, der fängt da hinten schon wieder seine nächste Armee an, der kleine Pessar. Ja, fängt da schon wieder seine nächste Armee an. Das Angebot hätte man screenshotten müssen, um Maurice den wahren Charakter zu zeigen. Kann man doch noch. Ist ja im Stream zu sehen. Also könnt ihr immer noch machen. Würde ich auch unterstützen. Ja, da kommt er. Gombrindal. Dankeschön, Zalasta, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Ich will mit dir gerade gar keinen Krieg, Gombrindal. Du bist nicht das, was ich gerade im Blick habe. Und wenn du ein guter Zwerg bist, dann wirst du dich mir nicht in den Weg stellen. Auf dem Weg, Dunkelelfen auszurotten. You would be wise to give me absolute loyalty. Der Zwerg wird pissig auf dich sein, weil du mit den Ratten so dicke bist. Ich bin mit den Ratten nicht dicke. Warhammer-Zwerge sind ja auch im Allgemeinen für ihre Vernunft bekannt. Nicht. There will always be blood. The Master commands! Sword Maiden of the Blood God!
wie lange ich brauche, um da runterzukommen, ist ja einfach anders ätzend. Das ist auch wieder so eine halbe Weltreise. So eine fucking halbe Weltreise. Ich glaube, ich fange hier sicherheitshalber demnächst schon mal wieder an, eine neue Armee zu bauen. Ich habe so dieses Gefühl, dass ich das unter Umständen brauchen werde. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Aber ich glaube, ich habe da unten auch gerade zu lang gebraucht, um ranzukommen. Ja, ja, der hat jetzt schon wieder zwei Armeen, der kleine Pessin. Das ist insane, wie schnell der ist. Ich kam halt einfach nicht ran. Weil sein Gebiet so zerfetzt ist. Aber wir sind der Meinung, du hast 5 Kupferlinge zu wenig bezahlt, dann rotten sie dich, deine Kinder und deine ganze Stadt aus. Zwerge? Immerhin macht mein Untertan jetzt was Sinnvolles. Und wir haben Schädel für den Schädelthron freigeschalten. Ja. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube. Speichern wir mal und gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Ja, okay. Ich mach das jetzt einfach. Ich habe keinen Bock, nochmal so eine Stadtfight, so ein Stadtdings zu fighten. Auch wenn ich da jetzt meine ganze Armee geopfert habe, ich habe keinen Bock, nochmal in der Stadt zu fighten. Es ist okay, dafür bin ich ihn los. Und dann bauen wir neu auf. Und oben haben wir parallel auch neu aufgebaut. Chaosriese klingt cool. Weakness is not an option. Ja, das hat richtig wehgetan. Das war auch taktisch gar nicht klug, das zu machen. Also das müsst ihr mir auch gar nicht sagen. Wir haben die ganzen schönen Einheiten gerade geopfert. Du hast gerade Malekith geopfert. Er hätte probiert zu umstellen und dann Ausfall gefightet. Na, die werden jetzt wieder jede Runde stärker. Der Vasall nimmt jetzt seine letzte Stadt ein. Nee. Ich kann auch sagen, mach das nicht. Ich kann auch sagen, geh das verteidigen. Da. Und dann. Die hätten doch sonst eigentlich nichts mehr. Die laden sich mega schnell wieder auf. Ich hab einfach. Ich hab mich nicht getraut zu warten. Ich hatte Angst, dass der wieder 3 Armeen aufbaut. Glaubt ihr, dass das echt so ein großer Fehler war? Hätte ich's fighten sollen? Hätte ich warten sollen? Ja. Ja, na gut. Wenn der Chat klüger ist als ich, dann ist der Chat klüger als ich und dann gebe ich das dem Chat. Und dann warten wir eine Runde. Ich habe halt mega Schiss, dass der jetzt sich da halt wieder mega krass aufbaut, so. Bloodshed awaits.
Habe ich halt übel Schiss vor, weil der wird da jetzt wieder stärker, stückchenweise. Tribesmen, gather! We exult in this strength. Nicht die Stadt angreifen, sondern die Truppe. With my absolute word. Ich hab doch die Gruppe angegriffen, oder? Und nicht die Stadt. Wenn ich Malekith angreife, passiert genau das, was ich vorhin geklickt habe. Oh, okay, ja. Okay. Okidoki. Und dann Manuel kämpfen, ne? Ja, oder wir belagern die Stadt eine Runde. Ist halt risky. Aber ich glaube, eine Stadt belagern, da müssen sie auch einen Ausfall machen. Das macht quasi keinen Unterschied für mich. Aber ich habe diese eine Runde mehr, in der mir der Dude Hagranef einnimmt. Das ist halt die Alternative. Könnte aber auch schief gehen. Dann greift er dich an, kommt aber auf selber drauf raus. Nee, weil ich ihn finishen kann in meinem Zug, wenn auch seine Stadt weg ist. Und dann kriege ich ihn als Vasall. Das ist der Unterschied. Glaube ich. Probieren wir es. Im Worst Case lade ich nochmal neu. Dann haben wir es gelernt. Dann haben wir es gelernt. Ja, jetzt habe ich den Angriff quasi. Ja, kommt das Gleiche raus. Und ich soll das halt manuell kämpfen, habt ihr gemeint, ne? Weil ich das besser hinkriege. Ich glaube nicht, dass ich das besser hinkriege, Leute. Ich glaube nicht, ungelogen. Also, ich glaube, dass ich das trotzdem auto-resolven sollte. Weil das sind so viele Ranged-Einheiten. Probieren wir's. Ich speichere. Probieren wir's. Nee, Banner müsste drin sein. Shield Maiden. Wir glauben an deine taktische Größe. Immerhin einer, der an meine taktische Größe glaubt. Ich tue es nämlich nicht. So, da kommt die Verstärkungsarmee, aber das sind echt winzige Armeen. Das heißt, die können wir völlig wegignorieren. Und können unseren Fokus auf seine Hauptarmee legen und dann einfach nur einen Teil abdrehen, wenn die andere Armee kommt. Und wir schicken die nicht so guten Einheiten. Nee, machen wir nicht. Wir schicken die guten Einheiten vor in der Hoffnung, dass sie nicht sterben. Ich glaube, das wird richtig hart werden, Leute. Ich glaube, das wird richtig, richtig hart werden. Valkia the Bloody!
You live to return victorious. Then you may wir müssen da direkt rein. Wir müssen da direkt rein. Wir stellen uns mit denen schon mal ein bisschen defensiver hin. For Khorne! For Chaos! Ah, da ist die Armee. Das gefällt mir richtig gut, dass die im Wald sind. Wenn die im Wald sind, dann können die nicht so gut schießen. Destruction! Wondrous suffering! Seize their skulls! The Lord decides. Taking action! Brothers in bloodletting! Ja, meine Einheiten schlafen absichtlich. Die dürfen schlafen. Fury of Khorne! Murderous! Our blood boils! Chaos Warriors of Khorne! Conquest! Marauders of Khorne! With fury and hatred! The Lord surges. Na. Du musst halt einmal Malekith töten. Das ist das Wichtige. For the Sword Maiden! Skullcrushers of Khorne! It is done! It is ruined! Valkia the Bloody! Ich hab hier halt nicht mal mehr genug, wo ich sagen kann, da möchte ich jetzt mein Khorne-Ding reinballern, weil die schon so zerfleddert sind, die Armeen. Ich kann es einmal hier reinknallen, dann sind die halt weg. Slaughter personified. Ja. Das ist ein One-Shot. Das ist ein One-Shot. Mhm. Darkness calls! Skullcrushers of Khorne! Fall back! Witness my strength! At ruin's command! For orders of Khorne! Retreating! Murder for Khorne! Skullcrushers! Sloupnir thirsts! Khorne's blessings! Dass Malekith immer noch nicht gefallen ist, fuckt mich gerade so ein bisschen ab. Ich dachte eigentlich, dass der schon gone ist. Aber ist er nicht. Und das nervt mich massiv. Dass der... dass ich den noch nicht gefinisht habe quasi. Und da jetzt überall so halbtote Einheiten von denen
durch die Gegend pimmeln. Aber die Einheiten halt nicht komplett RIP sind. Das geht mir richtig auf den Senkel. Chaos! Valkia the Bloody! Ich glaube, er ist aber auch tot, ne? Ich glaube, ich habe Malekith auch weg soweit. So. Die sollten eigentlich weg sein. Eigentlich. Sonst finishen wir das mit der alleine. Das ist ja kein Problem. Da ist es. Oh mein Gott, ey. Wir haben, glaube ich, jetzt keine Einheit komplett verloren. Ich glaube, nichts ist ganz RIP, aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich sehen. Ja, ich habe nichts komplett verloren. You will serve destruction. Der will mir halt immer noch Einheiten da abziehen. Der geht mir so auf den Sack. Der geht mir so auf den Sack. Vor allem, das ist eine Einheit. Eine. Bevor die Verstärkung da ist, ist die RIP. Außer, das ist ein Stadtkampf jetzt. Aber ich glaube, es ist ein Stadtkampf, ne? Aber wenn die anderen Sachen nicht da sind, dann ist die RIP, bevor ihre Support-Sachen da sind. Stell dir den Kräftevergleich an. Ich brauche ja da nicht mal alles reinschicken gerade. Also, was erwarten die denn? Ich kann Valkia da einfach alleine reinschicken. Das meine ich ernst. Ich schicke die da jetzt einfach mal alleine rein. Stell die da mal so alibimäßig vorne hin, damit die nicht in meine Armee reinrennen. Wobei, ich kann auch einfach einmal mit den Pferden auch frontal durchbrechen. Das ist okay, Sol Christoph. Und das ist sehr lieb sogar. Wir killen einfach hinten den Commander weg. Commander ist gone. Und die wollten mir für die Schlacht einfach noch Leute töten, ne? Also... Manchmal ist die Berechnung schon strange. Witness my strength. Das war's. Da. Der Balken ist blau. Dankeschön. Ich glaube, ich hätte auch nur Valkia schicken können. Ich habe gefühlt auch... Also, die Pferdedinger sind krass, ey.
Die haben einfach die Pferdedinger gefühlt und Valkyr haben das allein gewonnen. Die gehen immer davon aus, dass du die schwächste Einheit erstmal alleine vorschickst. Ja, aber es ist ja auch super schwer, das zu berechnen, ne? Also, es ist ja auch super schwer, das zu berechnen. Aber trotzdem. Trotzdem. So. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass mein Dulli-Dulli das schafft, das da hinten einzunehmen. Gut, dass du ihn jetzt getötet hast. Was hätte ich ohne dich gemacht? Oh, mein Liebhaber ruft mich. Doch welche Geschenke erwarten mich in seinem Reich? Mal gucken, was, ob wir da einmal reingucken nachher. Nee, wir wollen uns noch nicht teleportieren. Wir wollen erstmal hier das abschließen. Was wir hier tun. Unrelenting murder! It matters not from whence the blood flows. There will always be blood. This is property of the Gore Queen. So, das ist jetzt meins. Sword Maiden of the Blood God. Um das einmal festzuhalten. Reforged for murder. Und dann würde ich einmal. Ich kann auch im Marsch, komme ich nicht näher ran. Schade. Dann stehe ich jetzt einmal hier und heil mich, weil ich nicht mehr weiterlaufen kann. Um das da hinten noch anzunehmen. Einzunehmen, anzugreifen. Attacke. So, und dann kriegst du jetzt einen neuen Auftrag. Du darfst jetzt wieder dich nach oben verpissen, weil du hast mir einfach nicht geholfen hier. Ist nicht böse gemeint, aber war echt ziemlich nutzlos. Dafür haben wir Geld. Dafür haben wir echt ordentlich Geld gerade. Geh wieder hochspielen, ja, ist echt so. Fühlt sich echt ein bisschen so an. Spread ruin on them. Closer to demonhood. Sehr schön. Verschreib dich Korn. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So. 21.000, Leute. Ich würde die nicht ausgeben, weil ich habe nächste Runde die dunkle Schanze fertig und dann kann ich richtig viele Gebäude bauen. Und darauf würde ich jetzt warten. Und ich glaube, ich müsste jetzt dann auch Malekith. Oh! In the most painful way possible. Oh! Da mag mich jemand, weil ich andere Elfen verschont habe. Mit wem ist er denn im Krieg? Ach, der war verbündet mit Nagarond und möchte jetzt Frieden mit mir eingehen, weil er Schiss vor mir hat. Korn hat keine Verbündeten. Für 1000 Gold lasse ich mich nicht kaufen. Wenn der jetzt vor mir Hargreff angreift, dann haben wir ein Problem. Wenn der jetzt vor mir da reinrennt, dann köpfe ich den. Das meine ich ernst. Ich habe mich nicht da überall durchgekämpft, damit ich Malekith als meinen Untergebenen habe, damit da jetzt so ein kleiner Kackzwerg vorbeikommt und dem, also, nee.
am the White Dwarf. Your feet should bleed. Mistress of Skulls. Hell follows me. Ich wäre unfassbar gerne greedy. Und ich würde unfassbar gerne vorstürzen. Wirklich, ich würde unfassbar gerne hier vorrennen, damit ich das verhindere. Der lässt sich von mir auch gar nicht mehr zurückpfeifen, auch meinen Dude nicht, ne? Andererseits... Ja, wenn wir Malekith nicht kriegen, kriegen wir Malekith nicht. Ich glaube, das wäre einfach gefährlich greedy, wenn ich da jetzt versuchen würde, vorzustürzen. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Wir machen das nicht. Wir bauen stattdessen Mauern und wir bauen einen Chaos-Schrein, damit wir einen Hexer freischalten können. Und dann wollen wir auch noch das Gebäude bauen für Maern kommen und wir sind nicht greedy. Wir... Nein, nicht so greedy. Also wir sollen greedy sein, aber nicht so greedy. Ein Hexer, als Korn ein Hexer. Seid ihr jetzt schon wieder böse auf mich? Ich brauche einen Helden. Ich brauche irgendwie einen Helden. Irgendwas muss ich mir holen. Ich kann nicht ohne Held spielen. So, der belagert das jetzt. Guck mal. Der belagert das nur. Wir laufen da langsam weiter mit voran. Die Frage ist, wenn ich da jetzt reinrenne, kann ich dann den... Ich komme auch nicht ran. Oi. Wir heilen uns noch eine Runde weiter. Wir gehen voll safe. Better safe than sorry. Du kannst theoretisch neben ihn laufen, dann greift er an, du lehnst ab, er stirbt. Und du greifst danach an. By my black will. Geht das? March or die! Gut. Ich würde sowas natürlich niemals tun. Vielleicht gewinnt er auch. Der möchte mir 5000 dafür geben, dass ich ihn nicht auslasse. Wie er flieht! Wie er flieht! Der kleine Pisser flieht! Wie meine ganzen Vasallen jetzt auf ihn geiern. Wieso konnte er überhaupt fliehen? Oder war das eine schwarze Arche? Ich glaube, es ist eine schwarze Arche. To be honest. Ich glaube, es ist eine schwarze Arche. Aber das ist richtig gut. Weil ich kann das jetzt nicht angreifen. Weil er es belagert. Ich kann es nicht angreifen, weil er draufsteht. Ich möchte heulen. Ich stehe jetzt hier daneben und kann es nicht angreifen,
Weil der kleine Pisser sich entschieden hat, es nicht anzugreifen. Ja, ich kann ihn angreifen, aber ich will ihn nicht angreifen. Aber vielleicht kriege ich ihn abgezogen davon. Vielleicht kriege ich ihn da drauf fixiert, dass er es abbricht. Dankeschön, Crispell, für 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, ich will den halt, ich will Malekith halt so dringend als Untergebenen haben. Und ich finde, ich habe es auch verdient. Wir haben echt dafür gekämpft. Also. Ich habe es auch echt verdient. Dankeschön, Crispy, für die 4 Monate. Heute der 2. Templetone. Das ist der 2. Neustart. Insgesamt der 3. Versuch mit Valkyrie. Sehr schwer. Ja. Ja, erledigen wir's. Auch wenn es mich nervt, dass er das jetzt kriegt. Erledigen wir's. Dann ist durch. It is what it is. Hauptsache Malekith is gone. Auch wenn mein Verbündeter da unten ohne des Todes nervt. Aber Naggaroth ist ja auch noch nicht weg. Ja, ablehnen wäre eine Möglichkeit gewesen, aber das ist ja dann schon sehr viel Gegriefe. So. Wir haben genug andere Schlachten, die wir jetzt gleich noch führen müssen. Wir werden uns jetzt gleich noch genug mit Hellebronn rumschlagen. Das ist der nächste Ort, auf den wir zu rennen. Es hat was geläutet. Moment, ganz kurz. Ich bin, achso, alle hat Essen bestellt. Never mind. Das. Sorceress of the Dark Convent. Hey Jay Bronx, ein wunderschön. Ich hab dir wünsche dir auch einen schönen Abend. So. Die Frage ist, sind wir. Wen als nächstes? Also ich glaube, als nächstes wahrscheinlich Hellebronn, oder? Oder den Zwergen. Aber ich weiß nicht, wie weit der Zwerg da noch rüber geht. Warten werde ich als nächstes angreift. Ich bin nie ein großer Fan von Warten. Warten ist Warten halt. Oh, ich habe einen Donut bekommen. Dankeschön. Der hat so Herzchen drauf. Oh, ich habe ein Herzchen-Donut bekommen. Guckt, Leute. Oh, es ist ein geiler Donut. Okay. Dann wandern wir zur Folterschlucht und erklären dem Zwerg den Krieg. Das Volk hungert, Melody. Dann soll das Volk Kuchen essen.
Sword Maiden of the Blood God. So. Gather strength for the kill. This world offers so many opportunities. Gut, dann gehen wir uns jetzt mit dem Zwerg anlegen. Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist.